die andere Seite mit einem Nuklearwaffenschlag rechnen müsse, der natürlich dazu führt. Faschismus steckt in allen autoritären Institutionen, in der Gesamtheit der bestehenden bürgerlichen Institutionen und dem Staatsapparat. Den letzteren zu sprengen, ist unsere Aufgabe und daran arbeiten wir. Warum sind die Fische tot? Weil die Industrie das Rheinwasser vergiftet hat. Wer hat dir das gesagt? Die Grünen. Es begann in Karlsruhe im Januar 1980. Etwa 1000 Delegierte fanden hier zusammen, um eine Partei zu gründen, jenseits des damals vorhandenen Spektrums. Ökologisch, basisdemokratisch, emanzipatorisch und friedliebend. Allerdings, und das muss man verstehen, die Grünen sind in der Mehrheit eine pazifistische Partei. Und heute? Heute traut man sich kaum noch zuzugeben, dass einem das Schicksal eines Flüchtlings nahe geht. Denn man wird verhöhnt als Willkommensklatscher und linker Gutmensch, weil man menschlich ist. Das ist nicht mehr Staat, das ist politische Diktatur, ist das hier am Arsch. Und was muss passieren? Ein kompletter Umschwung. Aber nicht nur die Merkel, oder? Der ganze Scheißapparat muss weg! Bürger fordern einen Staatsumsturz in Deutschland? Das fanden wir damals so außergewöhnlich, dass wir dazu einen Beitrag gesendet haben. Und heute muss man sich eigentlich nur im erweiterten Bekanntenkreis umhören und kriegt sofort entgegengeknallt, dass unsere Demokratie abgewirtschaftet habe, dass es eine Elite gäbe, die am Volk vorbeiregiere, dass die Medien lügen würden, als lebten wir in einer der übelsten Diktaturen mit entsprechender Propagandapresse. Diejenigen, die nichts tun als motzen und hetzen, bestimmen heute den Ton. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber mich beschäftigt dieser Brexit irgendwie immer noch. Vor allem die Frage, ob eigentlich eine Volksabstimmung bei so einem entscheidenden Thema der richtige Weg ist. Ich meine, klar, eine Demokratie muss irgendwie auch das Volk mitnehmen. Sie muss irgendwie wissen, was das Volk will. Und heute, 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 und heute. Heute? Aber 51,9% der Briten haben jetzt also gegen den Verbleib in der EU gestimmt. Und von diesen 51,9% haben einige im Nachhinein jetzt auch gesagt, ah, sie waren vielleicht gar nicht so richtig informiert und haben jetzt so ein bisschen Muffe, ob das eigentlich richtig war, was sie entschieden haben. Da frage ich mich, ist so eine Volksabstimmung dann eigentlich richtig? Ist das jetzt gerecht? Ist das der richtige Weg, um rauszufinden, was das Volk will? Wenn Sie jetzt zum Beispiel so eine Sache wie TTIP entscheiden müssten, könnten Sie das? Ich meine, da muss man tausende von Dokumenten gelesen haben, man muss Ahnung haben von Handelsbeziehungen, von Wirtschaftsbeziehungen. Traut man sich das als Einzelner wirklich zu? Die Mehrheit der Deutschen möchte die Geschichte der Judenverfolgung hinter sich lassen, besagt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. 58% wollen sogar einen Schlussstrich ziehen. Ich habe gestern die Dokumentation über Kameraleute der alliierten Truppen gesehen, die gefilmt haben, als die Konzentrationslager befreit wurden. Die kamen, als die Schornsteine der Krematorien noch rauchten, die über Berge von Leichen gestiegen sind. Bilder von Skeletten mit ein bisschen Haut darüber, offene Münder, verdrehte Gliedmaßen. Heute sind diese Kameraleute von damals Männer von über 90 Jahren. Als sie erzählt haben,
haben sie angefangen zu weinen. Keiner von ihnen kann einen Schlussstrich ziehen. Genauso wenig wie die Opfer, die überlebt haben. Es gibt nicht mehr viele von ihnen, aber noch sind sie da. Und ihnen schmettern wir entgegen, es muss doch mal Schluss sein, ausgerechnet wir? Es gibt keinen Schlussstrich in der Geschichte, in keiner. Klar, lieber erinnern wir uns an Karl den Großen, Bismarck oder die Wiedervereinigung. Aber Auschwitz ist nun mal passiert. Wieso sollten wir ausgerechnet das Kapitel der Judenverfolgung hinter uns lassen? Dieser Teil unserer Geschichte ist in seiner Abartigkeit so einzigartig, dass er gar nicht vergessen werden kann. Ich bin dritte Generation. Ich war nicht dabei. Und trotzdem habe ich mich geschämt, als ich wieder diese Bilder gesehen habe. Weil es zu meiner Identität als Deutscher gehört, ob ich will oder nicht. Nach diesem Film konnte ich nicht schlafen, also habe ich umgeschaltet. Und was sehe ich? Pegida-Demonstranten in Dresden, die sich aufregen über die vielen Ausländer in Deutschland. Ganz ehrlich, da ist mir dann wirklich schlecht geworden. Zweiter Weltkrieg. Verfolgung, Holocaust, ja. KZ. Verfolgung allgemein. Was soll da noch sein? Ja, wenn man Juden sagt, Hitler wahrscheinlich, oder? Hitler. Zweiter Weltkrieg. Auch Hitler. Hitler. Verrasung. Über Juden kann ich viel erzählen. Zweiter Weltkrieg. Holocaust. Witze macht man darüber. Verstorben. Nein. Juden. Scheiße, Alter, Juden, was soll ich sagen? Juden. Wurden noch vergast, ja? Wurden das Wirstangs, darfst du Strom rechnen? Haben sie nicht verstanden, okay. Juden. Nee, Juden, keine Ahnung, ich weiß. Die sind geizig. Juden sind geizig, ja. Hättest du gesagt, warum sind sie geizig? Ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Juden. Haben sie kein anderes Thema, Juden? Wir waren gerade über Juden. Ich mag keine Juden. Ich bin Moslem, ich hasse die. Ich habe ja viel über Geschichten gehört, über Juden. Daher ich als Moslem bin, bin ich nicht so arg interessiert eigentlich, ja. Viele akzeptieren es ja immer noch nicht. Viele verstehen ja unter Judentum immer noch so das Negative, sag ich mal. Wollen wir nicht weiter reden, das sind geldgeile Schweine, Arschlöcher, Missgeburten und können ausgerottet. Die Jude möchte alles so über die Hände nehmen, ob jetzt in Deutschland ist oder in Italien, das verstehe ich nicht. Wenn ich nach München gekommen bin, habe ich mich anständig benehmen müssen. Juden, ja. das ist halt eine andere Religion. Jesus natürlich. Obwohl sie ihn ja eigentlich nicht anerkennen als Propheten, aber König der Juden wurde er früher genannt, deswegen. Also ich weiß nicht viel über die jüdische Religion, aber ich verbinde auf jeden Fall nichts Negatives damit. Aber Juden, wir haben nichts gegen Juden. Wir haben in unserer Heimat, in Frankenhausen, haben wir eine ganze Abteilung. The world is a mess. Welt ist im Chaos, beschwört Donald Trump immer und immer wieder. Irgendwie hängt er wie ein Damoklesschwert über uns, dieser neue amerikanische Präsident. Wenn man meint, die ganze Welt sei im Chaos, was heißt das? Dass dann alles erlaubt ist, weil alles egal ist? Man kann durchziehen, was einem einfällt, ohne Rücksicht auf Verluste, denn die Welt ist ja schon ein einziger Kriegsschauplatz? Man will das immer noch nicht richtig glauben. Das meint er nicht so, das macht er nicht, da stoppt ihn doch einer, denkt man sich. Aber man kann sich nicht mehr sicher sein. Trump macht Ärger. Wie so ein Schlägertyp, der in die Kneipe kommt und alle aufmischt. Ey, hast du was gesagt? Wer nicht für ihn ist, ist gegen ihn. Muslime, Mexikaner, Chinesen, Journalisten. Trump sucht Streit. I have a running war with the media. The world is a mess. America first. Build that wall. Build that wall. We will make America great again. When it comes to the military, I want to let the action take place before the talk takes place. Before the talk takes place. Before the talk takes place. Genau. Erst handeln, dann reden. Solche Typen gibt es überall, auch in Regierungen. Auch in Russland haben die USA noch in 4 weiteren europäischen Staaten Atomwaffen stationiert. Sie garantieren, dass ein Angriff auf die NATO in einem Gegenschlag endet. Wechselseitiger Selbstmord. Doch was ist, wenn ein amerikanischer Präsident Zweifel an diesem Konzept sät? NATO is obsolete.
The money we spend is astronomical on NATO. Im Grunde haben wir jetzt schon ein Problem mit der amerikanischen Abschreckungszusage. Diese Signale werden in Russland auf jeden Fall wahrgenommen. In einem Russland, das immer mehr auf militärische Stärke setzt, auch auf Nuklearwaffen. Seit dem Ukraine-Konflikt und der Annexion der Krim sind die Fronten zwischen NATO und Russland so verhärtet wie seit langem nicht. Immer häufiger kommt es zu Zwischenfällen an der Grenze. Die Eskalation blieb zum Glück bisher aus. Wenn es dann die amerikanischen Zusagen nicht mehr gibt, dann ist natürlich die Frage, wenn Deutschland nuklear nicht bewaffnet ist, macht man sich nicht vielleicht erpressbar, wenn Russland eben genau diese Nuklearwaffen ins Felde führt. Das heißt, hier wird ganz eindeutig von russischer Seite immer wieder das Signal gegeben, wir haben diese Waffen und wir hätten sie halt nicht. Sollte Trump seine Atombomben aus der Eifel abziehen, wäre Deutschland atomwaffenfrei. Klingt erstmal gut, ist aber vielleicht keine Lösung. Es ist eine extrem unpopuläre Debatte, die uns da droht, meint Außenpolitik-Experte Jan Techau, und die wir dank der US-Atomwaffen jahrzehntelang nicht führen mussten. Wir haben zurzeit keine Diskussion darüber, ob Deutschland Nuklearwaffen selbst beschaffen muss. In Berlin wird hinter verschlossenen Türen diskutiert. Offiziell gilt die Devise, abwarten und die Amerikaner daran erinnern, wie wichtig die Sicherheitsgarantien sind. Die offene Debatte der CDU-Sicherheitsexperte Kiesewetter kürzlich eine europäische atomare Abschreckung ins Spiel, sollte sich Trump tatsächlich zurückziehen. Vor der Kamera wiederholen möchte er das so aber nicht. Er habe das als einmaligen Denkanstoß gemeint und er wolle nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Eine europäische Lösung? Die Debatte steht noch ganz am Anfang, könnte aber wegen Trumps Unberechenbarkeit schneller akut werden, als es manch einem lieb ist. Und dann könnte es auch um eine Frage gehen, die bisher ein noch größeres Tabu ist, eine deutsche Atombombe. Rein technisch wäre die wohl möglich, auch wenn sie wegen vieler Verträge momentan nicht erlaubt wäre. Die Idee einer deutschen Atombombe oder vielleicht sogar einer europäischen Atombombe ist nicht komplett absurd. Noch liegen Trumps Atombomben in Deutschland, auch nicht gerade beruhigend. Immerhin gibt es einen Trost. Die Bomber für den Einsatz kommen von der Bundeswehr. Und die ist nicht dem Befehl von Donald Trump unterstellt. Jetzt fragen sich vielleicht einige, habe ich das richtig gehört? Hat Panorama eben eine deutsche Atombombe zur Debatte gestellt? Diskutieren Sie doch bei uns im Netz unter panorama.de oder bei Facebook.